der Scheiß hier wieder. Ostern wie jedes Jahr, nix. Das Pimpern, das Bunny ist auch nicht mehr da. Ist doch alles Scheiße hier. Was ist das denn? Es ist das absolut geile Osterbunny. Ja, das unglaublich tolle Osterbunny, du kleines, perverses Häschen, du. Aber ich bin ja großzügig. Mein Osterbunny ist ja nicht nur für mich da, sondern es will euch bestimmt was ganz, ganz Wichtiges mitteilen. Es ist mal wieder soweit. Ostern rückt näher und ich sehe schon, die Eier fliegen schon wieder tiefer. Und da kommt eins. Was haben wir denn hier? Es sieht mir stark nach dem Bunny-Bonus aus. Vom 20. März bis zum 6. April habt ihr jeden Tag einen neuen Bunny-Bonus. Und da findet ihr Sachen wie Rabatte, unglaublich günstige und super tolle Klamotten oder anderes. Einfach jeden Tag ab dem 20. drauf gucken und euch überraschen lassen. So, das erste Ei ist weg und da sehe ich auch schon das zweite anfliegen. Ja, da haben wir's. Und zwar haben wir hier einmal das Punk and Disorderly Festival in Berlin-Friedrichshain in Astra. Müsst ihr euch merken, Berlin-Friedrichshain-Astra wurde verlegt. Also nur noch zum Astra kommen. Und da treten sämtliche Allbands auf, die ihr euch alle nur in euren kühnsten Träumen ausmalen könnt. Und da wird es am Ostersonntag, wo Impact natürlich auch seinen Stand haben wird, eine spezielle Eiersuche geben. Wenn ihr dazu was wissen wollt, geht einfach zu Impact am Stand am Ostersonntag und fragt einfach mal nach. Und wo ist das nächste? Wo ist das nächste? Ja, da kommt's! Perfekt! Aber das war jetzt natürlich noch nicht alles. Wir von Impact lassen uns natürlich nicht lumpen und nutzen die Osterfeiertage, wenn ich schon mal da bin, richtig aus. Also, über die Osterfeiertage werden noch kleine Videos versteckt, wo extra Rabatte und all sowas drin sind. Jetzt sind die natürlich irgendwo im ganzen Shop versteckt und alles nachsuchen ist doof. Also, da habt ihr zwei Möglichkeiten. Entweder ihr meldet euch im YouTube-Channel von Impact an und kriegt dann da einen Hinweis. Oder ihr guckt auf der Impact Record Seite und da kriegt ihr dann immer einen Hinweis, wo ihr denn die anderen Bonusse noch finden könnt. Das sind dann auch nochmal Geld, Geschenke, Mollys, Waffen, Frauen, noch mehr reduzierte Klamotten, eigentlich alles, was ihr braucht. Also merken, Impact Record Seite oder YouTube Channel anmelden und dann kriegt ihr immer einen Tipp. Schon geil, oder? Schon schlecht. Was Impact so alles tut, also die sind doch eigentlich total bescheuert. Ich weiß auch nicht, wie sie es machen. Eigentlich müssten die ja schon fast pleite gehen. Ich meine, guck mal an mit dem Bunny-Bonus, ne? Das ist so viel. Ich weiß nicht, wo sie das alles hernehmen. Das ist krass, ey. Und dann vor allen Dingen das geile Punk and Disorderly, wo die dann auch wieder sind und da irgendwelche Dinger verstecken da beim Festival. Da kann man als Typ nicht nur seine Eier suchen, wenn man sie im breiten Kopf vergessen hat, sondern auch noch geile Geschenke abstauben. Und das gilt auch für Mädels. Ich frage mich immer, wie sie es machen. Und dann auch dieser Extra-Bonus, den sie auch noch verstecken. Ja. Da, wo man sich am besten da bei YouTube auf dem Channel anmeldet oder dann halt bei der ImpactRecords.de Seite nachschauen. Ja. Genau der. Das ist schon ziemlich harter Tobak, finde ich. Aber steck's nicht drin. Nee, steck's nicht drin. Nee, kommst nicht rein, nicht raus. Nee. Weder noch. Scheiße. Ja. Ja. Aber ist schon geil, was die von Impact da so auf die Kette kriegen. Definitiv. Das ist schon krass. Also, heftig. Im Süden von Deutschland gibt's sowas nicht. Stimmt. Da sind sie alle frei und wild.